Was nehmen wir denn? Zur richtigen Zeit ausweichen, um den Gegner taumeln zu lassen. Ist klar. Das klingt doch besser. Ist diese Stadt nicht schön, Pilger? Auf eine hoffnungslose Weise schön. Wer würde bringen? Jemand mit Eiern aus Chromstahl, der Was eine hast du denn dabei hat. Gedacht? Ich habe noch nie jemanden getroffen, der einen Auftrag so gründlich vermasselt hat. Sage ständig ein, dass wir uns auf den Winter vorbereiten sollten. Ich glaube, eine Biene hat mich gestochen. Verflucht! Okay, setz dich. Ich will nicht, dass du mir hier umkippst. Sie muss gesehen haben, wie gut du aussiehst und hat dann versucht, dich zu bestäuben. Hakon. Du bist ein besserer Kletterer als dieses verrückte Mädchen, das ich mal kannte. Mann, das war vielleicht eine. Sie wollte sogar das höchste Gebäude der Stadt erklimmen, den Vienziturm. War sie eine deiner Frauen? Beinahe. Aber zu temperamentvoll, selbst für meinen Geschmack. Was ist mit dem Durchgang zum Stadtzentrum? Genau. Schau, von diesem Dach aus kannst du die Basis der Peacekeeper sehr gut sehen. Also haben die Picards in der Stadt das Sagen? Zumindest glauben sie das. Deshalb brauchen sie auch die Uniform und Rangabzeichen. Sie tätowieren sie sich. Sie sind total besessen von Hierarchie. Aber sie kontrollieren die Stadt nicht. Zumindest nicht vollständig. Wer kontrolliert den Rest? Der Colonel. Die Abtrünnigen. Du wirst sie hier nicht antreffen. Vorerst. Also hast du mich hierher gebracht, um einen Blick auf die Peacekeeper zu werfen? Die PKs sind dein Ticket ins Zentrum. Ich sagte dir ja, dorthin kommst du nur durch die U-Bahn-Tunnel. Ich gehe rein und lenke sie vom Bahnsteig ab. Dann gehst du in den Technikraum der U-Bahn. Da drin ist eine Luftschleuse. Durch die kommen wir beide zum Zentralring. Also könnten wir sie nicht einfach fragen, ob sie mich durchlassen? Keine Chance. Im Augenblick verdächtigen sie jeden Unbekannten des Mordes an ihrem Commander. Sie kennen mich. Ich mache manchmal mit ihnen Geschäfte. Lampen von den Mädels oder Waren aus der Dark Zone. Es gibt da vielleicht ein paar Infizierte, aber nichts, womit ein Pilger nicht fertig wird. Sag Bescheid, wenn du an der Hauptstation bist. Leg dich besser schlafen. Du brichst erst spät heute Nacht auf. Da sind weniger Infizierte in den Tunneln. Gesehen habe. Wie sieht sie aus? Groß ist sie nicht, aber extrem schnell. Ist wohl ein Flüchter. Die haben oft interessanten Kram dabei. Aber um einen von denen zu erwischen, musst du jagen können. Ist jetzt keine gute Zeit für sowas, Aiden. Geh zu den Tunneln. Ich will doch nur da rein. Ich weiß immer noch nicht, wie man ein Messer wirft.
Ach, fuck. Okay. Alle killen, ja. So. Wollt nur rutschen. Was denn? Ich bin im Tunnel. Okay. Und halte die Augen nach Infizierten offen. Da könnten ein paar sein. Oder ein paar Dutzend. Ich bin schon in der PK-Basis. Ich werfe eine UV-Fackel durch den Lüftungsschacht und du schaust, wie wir zur Hauptstation kommen. Lass mal einen Pilz ballern. Ja, Bro. Nein. Ey, fuck. Okay.
Ey. Oh, was? Ich hätte ja alles kriegen. Hakon, ich bin bei der Fackel. Sieh dich um. Der Technikertunnel zur Hauptstation sollte gut beleuchtet sein. Ich habe die Wachen schon nach oben gelockt. Ich bequatsche sie, während du reingehst. Oh, Scheiße. Das sieht nicht gut aus! Hakon! Was ist der? Warum laufen die immer farblich drum?
Ey, das ist doch nicht wahr. Ich bin auf der Plattform. Mach die Schleuse auf. Bin gleich da. Wer denn her? Er spazierte durch die Tunnel, elender Basarabschaum. Ist wohl eher ein abtrünniger Spion. Wie ein Abtrünniger sieht er aber nicht aus. Er ist wach. Was willst du in unserer Basis? Ich versuche nur zum Stadtzentrum zu kommen. Ins Zentrum? Der Tunnel ist zu, bis ihr Lukas Mörder rausrückt. Basar-Drecksäcke. Keiner von euch weiß was oder hat was gesehen. Und an die Blockade kannst du dich auch nicht erinnern? Ich bin neu hier. Vielleicht sollten wir dir zur Strafe die Hände abhacken. Vielleicht erinnerst du dich dann, Wo warst du vor 4 Tagen? Ich bin ein Pilger. Vor 4 Tagen war ich 100 Kilometer weit weg. Genug, Anderson. Wir brauchen die Wahrheit. Und mit Gewalt wird das nichts. Aber Commander Lukas sagte doch immer... Und jetzt habe ich hier das Sagen. Sie haben die Berichte gelesen. Ein Pilger ist vor kurzem im Basar aufgetaucht. Ich glaube, er sagt die Wahrheit. Ich schwöre. Gehen Sie, Sergeant. Ich will allein mit ihm reden. Wo kommen Sie her? Crossdale River. Das ist über 1500 Kilometer von hier entfernt. Eigentlich sind es über 2000. Die Autobahnbrücken sind eingestürzt. Es gibt keine geraden Strecken mehr. Sie sind ganz schön weit gekommen. Beeindruckend. Wie ist es denn da draußen? Wann waren Sie das letzte Mal außerhalb der Stadt? Vor knapp 15 Jahren. Dann gibt es dort sehr viel weniger Überlebende und sehr viel mehr Infizierte. Wer weiß. Die meisten halten es hier in diesem Höllenloch aus, weil alles da draußen noch so viel schlimmer ist. Meine Frau und ich litten in England. Ich hatte 2 Schwestern, 2 Brüder. Von denen habe ich seit 10 Jahren nichts mehr gehört. Wo lebten Sie? In London und im Umland. London gibt's nicht mehr, soweit ich weiß.
Auf den ganzen Inseln gibt es wohl nur noch 4 Siedlungen. Scheiße. Warum sollte ich den Commander umbringen? Sie haben 4 Tage nach dem Mord versucht, in den Zentralring zu kommen. Und außerdem, an Karls Stelle würde ich auch einen Fremden mit dem Mord an Lucas beauftragen. Ist die sauberste Lösung. Tja, diesen Karl kenne ich aber nicht mal. Sie werden ihn bald kennenlernen. Karl hält alle Züge im Griff. Er ist ein scheinheiliges Arschloch, das den kompletten Bazar gegen uns aufgebracht hat. Obwohl wir diese Leute beschützen. Karl. Wie es außerhalb der Mauern ist? Man weiß nie, wo Gefahr lauert. Immer wieder neue Territorien, neue Gefahren. Sind Sie hergekommen, um Schutz zu finden? Ich kam her, weil ich jemanden suche. Und weil es heißt, dass es in Villedorf viele Überlebende gibt. Sie suchen also jemanden? Eventuell kann ich Ihnen helfen. Aber umsonst geht das nicht. Geschäfte machen ist mein Ding. Was brauchen Sie? Gleich zum Geschäft. Gefällt mir. Der Tunnel bleibt zu, bis ich den Mörder unseres Commanders finde. Commander Lucas. Seine Leiche wurde im Bazar gefunden. Grässlich entstellt. Die Leute im Bazar machen uns das Leben schwer. Sie sind stolz und loyal. Verraten würden die niemanden. Aber die Führung verliert langsam die Geduld. Meine Befehle kommen von ganz oben, Pilger. Wenn die Bewohner von Old Villedor weiterhin aufmucken, kommt die Armee hierher. Und dann brennen sie den Bazar nieder. Das würde ich gern vermeiden. Was wollen Sie von mir? Lucas hatte eine Waffe. Einen seltenen Schlagring namens Lazarus. Er ist der Schlüssel, um den Mörder zu finden. Wenn Sie etwas über den Lazarus erfahren, sagen Sie es mir. Dann zeige ich mich erkenntlich. Er ist sehr wertvoll, aber bei seiner Leiche war er nicht. Jemand vom Bazar hat ihn wohl an sich genommen. Warum sollte ich mit Ihnen zusammenarbeiten? Sie haben mich angegriffen und mich als Mörder beschimpft, ohne jegliche Beweise. Das war ein Fehler. Sie sind ganz offensichtlich nicht der Mörder. Warum suchen Sie ihn nicht selbst? Ich kenne ja doch kaum jemanden. Genau deshalb können Sie mir helfen. Weil niemand mit uns redet. Weil wir für die bloß Besatzer sind. Dabei räumen wir die Straßen frei von den Infizierten und fangen Verbrecher. Aber das ist denen egal. Für die zählt nur, dass wir ihr Essen essen und ihr Wasser trinken. Doch Sie sind ein Pilger. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie den Leuten helfen können. Und Sie sind nicht von hier. Ihnen traut man. Sie wollten mich umbringen. Egal. Wir sind dennoch Ihre einzige Chance, wenn Sie ins Zentrum wollen. Also, helfen Sie mir? Was bleibt mir übrig? Also, wenn ich diese Waffe finde, darf ich dann ins Zentrum? So einfach ist das nicht. Villedor hat stark gelitten. Zuerst war es wegen der Infektion von der Außenwelt abgeschnitten. Und dann erwiesen sich die Mauern als die Rettung. Doch die Leute hier lernten, niemanden so schnell zu trauen. Ich gebe den Weg erst frei, wenn ich den Mörder habe. Aber wenn Sie den Lazarus finden, werde ich mich daran erinnern. Den behalte ich wahrscheinlich. Wenn die Schuld gesühnt ist, sind Sie der Erste, der durch darf. Tja, dann habe ich wohl keine andere Wahl. Ich werde es versuchen. Sehen Sie sich um. Fragen Sie die Leute. Und kommen Sie nicht mit leeren Händen zurück. Viel Glück. Oh, Bahnhof. Geschnappt und befragt. Gut. Sie haben dich nicht getötet. Wir treffen uns draußen. Ich sagte es doch schon. Niemand im Bazar hat was mit Lukas Tod zu tun. Krasser Speer.
So. 2 Stunden um. Ich mach mal Schluss.